Willkommen zurück zum Lernzyklus Kombinatorik. Im Intro-Video hast du mir geholfen, mittels Kombinatorik mein Outfit-Problem zu lösen. Da du nun eine erste Idee hast, was Kombinatorik ist, werden wir uns in diesem Video damit beschäftigen, wie man die Anzahl an Möglichkeiten in verschiedenen kombinatorischen Aufgabenstellungen rechnerisch ermittelt. Vielleicht hilft dir auch das Baumdiagramm dabei, solche und ähnliche Fragen zu beantworten. Hol dir hierzu ein Blatt Papier, einen Stift und am besten auch ein paar Buntstifte oder Filzstifte in den Farben Rot, Blau, Grün und Gelb. Hast du vielleicht bunte Würfel oder bunte Bausteine? Die könntest du jetzt nämlich auch gut gebrauchen. Pausiere währenddessen das Video. Alles bereit? Dann starten wir mit deiner Aufgabe. Ich habe hier drei Bausteine. Hast du auch welche gefunden? Dann verwende sie doch gleich. Wenn du keine Bausteine oder Würfel hast, dann mach doch bei meinen Überlegungen mit, indem du für einen Baustein einfach ein Quadrat in der entsprechenden Farbe zeichnest. Also ich nehme einen roten, einen blauen und einen grünen Baustein. Aus diesen Bausteinen soll nun ein Turm gebaut werden, indem man die Bausteine übereinander stapelt. Überlege mal, welche Möglichkeiten es gibt. Welche Türme kann ich aus den drei Bausteinen unterschiedlicher Farbe bauen? Baue die Türme und zeichne mit den Buntstiften auf, welche Möglichkeiten du findest. Drücke auf Pause. Und wie viele Möglichkeiten hast du gefunden? Es gibt insgesamt 6 Möglichkeiten, die drei Bausteine zu verschiedenen Türmen zu kombinieren. Hier siehst du die 6 möglichen Türme. Hast du alle Möglichkeiten gefunden? Wenn du die Türme gezeichnet hast, dann hast du beinahe auch schon ein Baumdiagramm erstellt. Schau mal. Wir zeichnen die Bausteine als farbige Quadrate ein. Zwischen den Bausteinen zeichnen wir Linien. Diese heißen Äste. Den Weg vom ersten Baustein zum letzten Baustein nennt man Pfad. Wir wählen hier am Anfang also den grünen Stein aus. Dieser kommt ganz unten in unseren Turm. Dann, wenn wir der Linie folgen, kommt als nächstes der blaue Baustein und als letztes der rote Baustein. Dieser kommt an oberste Stelle in unseren Turm. Hier siehst du eine andere Variante, die Bausteine zu stapeln. Da auch hier der grüne Stein unten im Turm steht, können wir von dem grünen Quadrat einen zweiten Pfad wegzeichnen. Für unsere dritte Möglichkeit, die Bausteine zu stapeln, müssen wir jetzt für den Turm, der den blauen Stein an unterster Stelle hat, einen neuen Pfad beginnen. Wenn du alle 6 Möglichkeiten eingezeichnet hast, dann sollte dein Baumdiagramm so aussehen. Vielleicht kannst du dir jetzt denken, wieso es Baumdiagramm heißt. Es sieht sogar wirklich ein wenig wie ein Baum aus. Die Anzahl der Pfade gibt uns die Anzahl der Möglichkeiten an, aus den drei farbigen Bausteinen einen Turm zu bauen. Wenn du das Baumdiagramm mit den 6 Türmen von vorhin vergleichst, wirst du sehen, dass jeder Pfad einem Turm entspricht. Man kann das Baumdiagramm also dafür verwenden, die Anzahl an Möglichkeiten bildlich darzustellen. An dem Baumdiagramm lässt sich auch gut erkennen, wie man die Anzahl an Möglichkeiten ganz leicht berechnen kann. Dafür schauen wir uns an, wie viele Steine am Anfang zur Auswahl stehen, also hier in dieser Reihe. Hier am Anfang kann man noch zwischen 3 Steinen auswählen, dem grünen, dem blauen und dem roten. Wenn man sich jetzt für einen der 3 Steine entscheidet, zum Beispiel den grünen, dann hat man im nächsten Schritt nur mehr 2 Möglichkeiten, einen Stein zu wählen. Hier zum Beispiel blau oder rot. Wenn ich blau wähle, dann bleibt für den dritten Stein jetzt nur mehr eine Möglichkeit übrig, nämlich der rote Stein. So hatten wir also zunächst 3, dann 2 und zuletzt eine Möglichkeit, einen Stein auszuwählen. Wenn du diese Zahlen miteinander multiplizierst, also 3 mal 2 mal 1, kommst du auf 6 Möglichkeiten, unterschiedliche Türme zu bauen. Nun bist du an der Reihe. Füge zu den 3 vorhandenen Bausteinen einen 4. gelben Baustein hinzu. Wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, unterschiedliche Türme zu bauen? Beantworte diese Frage einerseits mit einem Baumdiagramm, andererseits mit einer Rechnung. Drücke hierfür auf Pause.
Und? Wie viele Möglichkeiten hast du gefunden? Es gibt 24 verschiedene Türme. Ich zeige dir, wie mein Baumdiagramm aussieht. Hast du in deinem Baumdiagramm auch 24 Pfade? Super! Die dazugehörige Rechnung lautet hier 4 mal 3 mal 2 mal 1 ist gleich 24. Da wir zuerst aus 4, dann aus 3, dann aus 2 Steinen aussuchen und dann den letzten Stein draufsetzen. Abschließend noch ein kleiner Hinweis. Dir wird vermutlich früher oder später ein Baumdiagramm unterkommen, das so aussieht. Dieses Baumdiagramm wird von oben nach unten abgearbeitet. Also hier würde dieser Stein als erstes gewählt werden, dann dieser und dann dieser. Das klingt vielleicht kompliziert, funktioniert aber ganz ähnlich wie das Baumdiagramm, das du bisher kennengelernt hast. Wenn man es auf den Kopf stellt, dann sieht man, dass es jetzt so aussieht wie die Baumdiagramme, die du bereits kennst. So wirst du auch Aufgaben mit dieser Art von Baumdiagrammen in Zukunft sicherlich gut meistern. Gut gemacht. Jetzt kannst du die Anzahl an Möglichkeiten in kombinatorischen Aufgaben berechnen und als Baumdiagramm darstellen. Im nächsten Video widmen wir uns einem Rätsel, in dem wir das bisher Gelernte auf die Probe stellen können. Bis dann!